Willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Vergessen ist nicht vergangen. Wir gehen direkt mal hier pennen. Oder auch nicht. Dann eben hier. Hey du, raus auf. Du hast mir gar nichts zu sagen. Du dreckiger Butler, so. Ne? Nächster Morgen. Hey du, raus aus meiner Hütte oder ich ruf die Wachen. Ich bin die Wache. Wie oft noch? So, raus ist denn Lara. Lass uns lieber Wer über hat noch was die anderes reden. Liste? Dieser Damon, der fehlt uns noch. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Dann Das ist suchen wir eben so. jetzt jemanden namens Damon. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Ach ja, wir können auch erstmal vorher den Schon klar, aber Schattenläufer wen interessiert das? Lara versuchen zu plätten. Lass uns lieber über was anderes reden. Lass dich auf jemanden. Ach ja. Gequatscht wird viel. War doch klar, dass das Ärger gibt. Gequatscht wird viel. So, die auch noch mal. So. Und weiter. Ach, ein Baumstumpf, den habe ich gar nicht gesehen. Okay, dann kann ich ja auch direkt mit meiner anderen Maustaste sprinten. Also das war ja jetzt halt. Ach, die denke war das schon wieder ein bisschen nicht gespielt. Ich glaube, jetzt hier noch Fälle nehmen lernen, muss ich gar nicht machen. Da habe ich so viel verpasst. So, ein Schattenläufer. Speichern wir das Ganze mal ab. Bevor wir jetzt plündern, versuchen wir den zu plätten. Hier ist der Scheibenwischer. Okay. Neue Strategie. Wie viele Pfeile haben wir? 120. Hoffentlich reicht das. Fünf Schaden pro Pfeil. Brauche ich auch 100 Jahre für. Die da drüben sind auch weg. Ja, warum haben die denn aufgehört? Muss ich wirklich warten, bis er da runterzieht oder was?
Schrill. Mann, das Ding wohl auch daneben. Der trifft mich halt einmal und wir sind weg. Wenn ich lebensmüde werde, kann ich dem Biest ja einen Besuch abstatten. Das macht auch noch 5 Schaden. Spiel laden. Gibt es hier was? Wenn ich vielleicht darauf. Ne, da konnte hier hoch. Springen wir noch mal hier hinauf. Guck mich nicht so an. Hey. Okay, das lief nicht so nach Plan. Warum kann ich... Ich hab doch Pfeile. Ja. Jetzt kann ich wieder zielen, aber jetzt kann ich ihn nicht mal anvisieren. Manchmal kann ich nicht zielen, dann passiert einfach gar nichts. Jetzt geht's wieder. Ich hoffe nur, dass er nicht so weit hochkommt, um mich schlagen zu können. Oh Mann. Okay, ich glaube, das kann ich mir abschmatzen. Komm mit. Oh. Laden. Okay, ich muss nochmal die Einstellungen ändern, dass ich wieder gehen kann. Wie viele Scavenger dort hinten sind. Schon wieder nicht meinen Bogen zücken. Mist. Oh, oh, oh. Nee, das lassen wir. Ich will jetzt keine Stunde damit verbringen, nur so einen scheiß Schattenläufer zu besiegen. Okay. Dann suchen wir diesen Butler Damon. Das kann ja Spaß werden, überall alles absuchen. Naja. Von dem habe ich auch so noch nie was gehört hier.
So, schauen wir noch mal hier oben vorbei. Zwei Butler sind es beide nicht. Zwei Butler, zwei Hütten, da wird er nicht sein. Dann gehen wir hier rum, Der so. letzte Scheiß. Ich glaube kaum, dass sich daran was ändern wird. Keil. Nee. Hier wohnen wahrscheinlich die Kämpfer. Dann gehen wir hier noch mal oben lang. Butler, Schatten, An der Geschichte muss man Guy, irgendwas machen. Ingor. Man muss eben aufpassen, was man rum erzählt. Man ist besonders schlau. Butler. Hey, Ori, Schatten. Verdächtiger Butler, was ist hier denn los? Was tust du da? Was ist hier passiert? Ich suche Kram, den ich verkaufen kann. Darin wird das dich großartig interessieren. Ach, Darion. Was meinst du damit? Ein paar Kerle sind vor ein paar Tagen nachts hier eingebrochen und haben Darion mitgenommen. Den Kerl sehen wir nicht wieder. Weißt du, wohin sie ihn gebracht haben? Keine Ahnung. Ich bin ihnen nicht hinterhergelaufen. Ich weiß nur, dass sie zum Südtor gegangen sind. Den laufe ich doch nicht hinterher. Sie sind einfach so an den Wachen vorbeigekommen? Hat mich auch gewundert. Vermutlich haben sie die Wachen einfach bestochen. Was waren das für Kerle? Meine Kehle ist recht trocken. Für ein paar Bier oder etwas Erz kann ich. Lass den Blödsinn und sag mir, was das für Kerle waren. Schon gut, schon gut. Sie waren definitiv nicht aus dem alten Lager. Und wie Säckenspinner sahen sie auch nicht aus. Mehr weiß ich aber auch nicht. Gibt es einen Grund, warum man Darion entführen sollte? So gut kenne ich den Typen nicht. Er steht aber häufig bei Huno rum und scheint etwas Ahnung vom Schmieden zu haben. Vielleicht braucht irgendjemand dringend einen Schmied. Ach ja. Das war auch der Schmied aus der Sekte, oder nicht? Später. Ich muss dringend mit Arion reden. Ich frag mal nicht weiter nach, warum du so dringend mit ihm reden musst. Aber hier wird dir kaum jemand weiterhelfen können. Die meisten hier schauen bei solchen Aktionen einfach weg. Vor allem bei Nacht. Sich einzumischen bringt nur Probleme. Ja, stimmt auch. Hast du für meine große Hilfe vielleicht ein paar Erzbrocken übrig? Ja, hast du etwas Erz? Sehr großzügig. Ja, als einfacher Butler freut man sich darüber. Darion? Was steht denn im Zettel? Ich war mir so sicher, dass da Damon steht. Okay, dann ist es nur beschissen geschrieben. Weil das kann ich als M und nicht als R, es war R's. Weil hinten der Strich, der noch runter geht. Wenn der nicht wäre, dann würde ich auch sagen. Darion. Aber der, ach, der Strich, der runter geht, soll das I sein. Dann fehlt mir dafür der Punkt oben drüber. Ja, derjenige, der das geschrieben hat, hat eine Sauklaue. Allem Anschein nach wurde Darion entführt. Laut einem Butler haben ein paar Kerle ihn durch das Südtor gesperrt. Ich sollte noch Zeugen Ausschau halten. Huno, du bist auch hier in der Nähe immer. Ein guter Kampf. Dein Training hat sich ausgezahlt. Sag ich doch. Hast du Darion gesehen? Nö. Wundert mich auch, dass er nicht hier ist. Normalerweise steht er hier immer und stört mich bei der Arbeit. Mein Butler hat mir erzählt, dass vor kurzem ein paar Leute in seiner Hütte waren und ihn vielleicht mitgenommen haben. Ach, das war der Krach. Wollte in der Nacht meinen Hammer schnappen und den Typen einer aufs Maul geben, weil die so verdammt laut waren. Als ich rausging, verzog sich die Gruppe aber schon schnell Richtung Südtor. Alle in die Richtung einmal anquatschen, die einen Namen haben. Oder kann ich dir das sagen? Nee.
Habt ihr einen Namen? Nee. Ja, wäre das ganz anders. Keil, hast du es noch gesehen? Nee. Ich darf auch nicht alles glauben. Bram, hast du es gesehen? Ich dachte, du stehst doch hier immer rum. Geklärt. Ich nee. Dachte, das wäre schon lange geklärt. Solange ich nichts damit zu tun okay. habe. War doch klar, dass das Ärger gibt. Mhm. Gottest. Der Butler Darion ist verschwunden. Und? Er soll durch dieses Tor gegangen sein. Nein, ist er nicht. Und jetzt verzieh dich. Aber... Ich sag's nicht noch einmal. Doch, ist er. So, Schatten, weißt du etwas darüber? Gut. Vergessen. Ja. Hey, du. Ich hab gehört, worüber du mit der Wache dort gesprochen hast. Weißt du was darüber? Ja, vor kurzem haben zwei Typen die Torwache dort drüben bestochen. Ich hab's mitgekriegt und der Bastard will mir kein Erz abgeben. Deswegen gebe ich dir die Möglichkeit, mich stattdessen zu bestechen. 50 Erz, kein Wenn und Aber. Mhm, ja gut. Hier hast du das Erz. Erzähl mir, was du weißt. Die Kerle habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ihre Rüstungen gehörten zu keinem der drei Lager hier in der Kolonie. Sie waren bis an die Zähne bewaffnet und haben jedes Vieh ohne zu zögern platt gemacht, das ihnen über den Weg Richtung Norden gelaufen ist. Sonst noch was? Sie redeten davon, dass Darion von nun an ihr neuer Schmied ist. Anscheinend haben sie irgendwo ihr Lager, sonst bräuchten sie wohl keinen Schmied. Ja. Mehr kann ich dir nicht sagen. Bin ja nicht lebensmüde und renn solchen Kerlen auch noch hinterher. Dann müssen wir zu den Räubern hin. Es scheint sich um lagerlose Räuber gehandelt zu haben, die in Richtung Norden gegangen sind. Na gut, schön, schön. Warum passiert sowas immer wieder? Ja, das frage ich mich auch. Das passiert mir nicht. Warum kann ich nicht einfach meine Ruhe haben und muss immer irgendwelche Quests machen? Na gut, darum geht es ja bei so einem Spiel. Ne, Skelly. Ich könnte nochmal etwas in Stärke reinpumpen. Malte wird sich freuen. Wie viel Stärke haben wir? 53. Ach ja. Warum steht Horus hier eigentlich nicht? Diego, Malte. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was? Ja, bei mir kannst du lernen, deine Kampfkraft zu steigern. Ja, das wissen wir. 5, nochmal 5. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Okay. War nicht besonders schlau. 63, sehr schön. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. War doch klar, dass das Ärger gibt. Warum sind die dann durchs Süßtor? Naja, egal. So. Wie viel Erfahrung haben wir? Das dauert noch ein bisschen. Manchmal One-Hit, manchmal nicht. Wer steht das Sänger? Nee. Muss ich das jetzt machen? Speichern wir vorher. Okay, speichern wir dich, laden wir und rennen zu den Torwachen. Die regeln das. Oh.
Oder auch nicht. Gut, so. Da vorne lagerten die, ja. Und hier sitzt auch ein Butler, Dorion. Hey, hey, hey du! Ich kenne dich doch aus dem alten Lager. Du musst mir helfen. Warum haben sie dich verschleppt? Genug gequatscht. Wenn du was willst, rede gefälligst mit Quentin. Na gut. Warum verirrt sich ein Schatten wie du in diesem Teil der Kolonie? Hier hast du nichts verloren. Ich suche einen Butler namens Darion. Ja, der ist bei uns. Unsere kleine Gemeinschaft braucht noch einen Schmied und er ist einer. Ist er freiwillig mitgekommen? Nein, den mussten wir erst überzeugen, aber einen Butler wird niemand vermissen. Was muss ich tun, damit er ihn wieder freilasst? Mir ist noch nie jemand begegnet, der sich für einen Butler interessiert. Sachen gibt's. Gerade habe ich kein Interesse daran, über Darion zu reden. Ich habe andere Probleme. Ich will, dass du Darion freilässt. Hab gerade Wichtigeres zu tun. Erstmal müssen wir das Tal oben säubern. Aha. Wer seid ihr? Gesetzlose, ausgestoßene Mörder. Wir sind unabhängig von der ganzen Scheiße hier in der Kolonie und gehören keinem Lager an. Und wie schafft ihr es, in der Kolonie zu überleben? Nur weil dir von Anfang an eingetrichtert wurde, dass du ausgekommen besser zurecht als die meisten Armen. Gut. Das kommt mir so bekannt vor. Ja. Ich bin überrascht, dass ich noch lebe. Weil du uns an die Gardisten verraten könntest? Es ist nicht so, dass wir uns hier verstecken. Gomez hat wegen der Sache mit dem neuen Lager einfach Besseres zu tun. Ja, das kann Außerdem bist du es nicht wert, ausgeraubt zu werden, oder hast du etwas Wertvolles bei dir? Nö. Da sagen wir nein, weil Bayer greift uns ja an, das hatten wir ja schon mal irgendwann. Als hätte ich eine andere Antwort erwartet. Naja, ich habe diese 400 Erz bei mir. Und jetzt nicht mehr ganz. Von allen möglichen Lagerplätzen. Habt ihr euch eine Wiese ausgesucht? Wir bleiben hier auch nicht ewig, du Held. Weiter oben im Gebirge wollen wir unser Lager aufschlagen, aber da haben sich einige Monster breit gemacht, mit denen wirklich nicht zu spaßen ist. Mhm. Braucht ihr Hilfe? Wir bräuchten tatsächlich etwas Kanonenfutter gegen die Viecher dort oben. Du scheinst auch etwas auf dem Kasten zu haben. Ja. Ich mach dir einen Vorschlag. Du hilfst uns dort oben, unser Lager aufzuschlagen und du hast was gut bei mir. Ich hatte etwas mehr als Belohnung erwartet. Du kannst jederzeit ein Teil unseres Lagers werden, wenn du genug vom alten Lager hast. Außerdem ist ein Gefallen bei mir mehr wert, als du glaubst. Einverstanden. Wann geht's los? Wir haben nur auf Verstärkung gewartet. Von uns werden nicht alle mitgehen. Schließlich muss unser Kram noch bewacht werden. Rüste dich also gut aus. Das wird ein harter Kampf. Sprich mit Huck, wenn du bereit bist. Ach, hier... Dieses Geräusch, was gerade kam, oder? Ich wiederhole es nochmal. Dass wenn man das hören konnte. Vielleicht auch andersrum. So nochmal, neuer Versuch. War nicht das. Besonders schlau. Ich weiß, dass du hören konntest. Das war, wie ich mein Kopfhörerkabel länger gezogen habe. Das ist nämlich so ein gekringeltes. So. Huck. Es kann losgehen. Dachte, das wäre schon. Dann bringen wir es hinter uns. Jo. Komm mit. An der Geschichte. Mach Platz! Ich halte mich da lieber raus. Nur so tritt, sollen wir da jetzt hochmarschieren? Dann speichere ich lieber.
Sehr schön, ihr beiden. Das könnt ihr regeln. Na gut. Sehr schön. Heilung. Gehen wir es noch hier lang. Das war der leichte Teil. Weiter oben lebt ein Troll, aber den wollen wir lieber nicht stören. Wir biegen hier rechts ab und folgen diesem Felsenpfad bis zu einem kleinen Tal. Sehr schön. Können wir noch mehr an Stärke reinpumpen? Was anderes lerne ich jetzt wohl eh nicht mehr. Ich vermute nämlich mal, das ist bald zu Ende. Oh, 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 Snippers. Vielleicht sollte ich mich auch heilen. Hiermit. Mach Platz! Nö. Gut. Und speichern. Sehr schön. Das war's hier unten wohl. Hey Leute. Vertrödelt ihr hier rum? Das ist das Tal. Wenn hier kein Vieh mehr am Leben ist, gehen wir direkt weiter in die kleine Höhle dort. Danach sollten wir schon fertig sein. Okay. Hört sich nach einem Schattendorfer an. Gut. Die Viecher sollten gelernt haben, sich von diesem Tal fernzuhalten. Wir werden bald umziehen und hier unser Lager errichten. Das hast du übrigens gut gemacht. Komm doch bald wieder hin, dann sollten wir es schon ein bisschen eingelebt haben. Mhm. Komm, geh zur Seite! Dann kann ich dem anderen ja wieder Bescheid sagen, dem Quentin. So. Das nehmen wir alles mit. Ups. Gehen wir nochmal Richtung Troll, nur zum Schauen. Dort oben soll ein Troll leben. Da gehe ich nicht hin. Na gut. Dort oben soll ein Troll leben. Da gehe ich nicht hin. Dann nicht. Was für ein Langweiler unser Held doch ist. Oder eher unser Schatten. Ein Held ist er ja nicht wirklich. Was hat er denn schon Großes geleistet? Glauben wir lieber nicht. Ich will, dass du Darion freilässt. Daraus wird nichts. Wir brauchen einen Schmied für unser Lager und bis auf Darion konnte ich in allen Lagern niemanden finden, der nicht vermisst werden würde. Mhm. Wir wollen hier unser Lager errichten und brauchen mehr Leute, die beim Aufbau helfen. Ich errichte euch Teile des Lagers als Gegenleistung.
Du bist ein Handwerker, sagst du? Was hindert mich daran, dich und Darien hier festzuhalten? Du schuldest mir noch etwas. Schon mutig, einen Verbrecher an einen Gefallen zu erinnern und darauf zu hoffen, dass er sich daran hält. Aber keine Sorge, ich stehe zu meinem Wort. Weißt du was? Hilf uns beim Errichten des Lagers, indem du dich um die wichtigsten Baustellen kümmerst, und ich lasse als Gegenzug Darien laufen. Wir haben zwar keinen Schmied, aber wenigstens regnet es uns nicht auf den Kopf. Na gut. Wo kriege ich Material her? Wenn du was brauchst, solltest du Jake suchen. Ich habe ihn in den Wald geschickt, um Holz fürs Lager zu besorgen, aber er ist nicht zurückgekommen. Dummerweise hatte er noch einige Vorräte wie Eisen in den Taschen. Wenn er noch lebt, soll er endlich in eine Pötte kommen. Und falls er tot ist? Dann schau nach, ob der Kram noch in seinen Taschen ist. Holz haben wir doch genug. Nägel konnte ich brauchen und Fett. Was soll ich euch errichten? Für den Anfang brauchen wir ein Dach über dem Kopf. Errichte es direkt im Lager. Außerdem wäre eine Palisade zum Schutz auch nicht schlecht. Errichte sie am Lagereingang. Macht ihr euch keine Sorge, dass der Troll vorbeischaut? Trolle sind faul. Wenn sie sich irgendwo wohlfühlen, bleiben sie auch dort. Dieses haarige Ungetüm ist meine kleinste Sorge. Na gut. Im Wald, sagt er. Gehen wir mal hier Richtung Wald. Mist, speichern wir wieder. Dieses Vieh ist... Gut. Und er ist natürlich abgehauen. Dieser Feigling. Speichern wir direkt nochmal. Aber für mich ist dieses Vieh auch so groß. Einen einzelnen könnten wir schaffen. Ist er vielleicht hier? Ja, normale Wölfe, die schaffen wir auf jeden Fall. Sehr schön. Okay, schnell weg hier. Sehr schön. Dann wieder Heilung. Wo hampelt der denn rum? Dieses Fett von dem kann ich auf jeden Fall gebrauchen, wenn ich für die bauen soll. So, die hier.
Ah, hier. Und dann laufen wir mal nach dort hinten. Die ganzen Viecher abschütteln. Ich höre doch, ob das noch ein Snapper hinter mir ist, oder ist das ein Loch und... Sehr schön. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir noch mal schauen, ob dieser Thomas oder Thomas hier ist. Geschichte muss aber was dran sein. Aber behalt's für dich, muss nicht gleich jeder wissen. Scheint ja nicht so. Immer wieder dieselbe Leier. Hat er denn noch was? Was? So, das Spiel ist gerade abgestürzt. Das war der erste Absturz. In der Zeit bin ich aber nach dort hinten einmal lang gelangt, am Fluss entlang, habe ein paar Viecher getötet, zur alten Mine und habe hier hinten die beiden gefunden. So, direkt wieder zurück. Ich wollte gucken, ob dieser Thomas noch in der alten Mine ist oder an der alten Mine davor irgendwie, dass ich den doch noch abholen kann. Aber hat wohl nicht funktioniert. Ach, eine Laute. Ich dachte, das ist eine Pfanne. So, Quentin. Ich habe Jake gefunden. Er ist tot. Dachte ich mir, war vielleicht nicht die beste Idee von mir, den Schwächsten meiner Männer allein in den Wald zu schicken. Welches Vieh hat ihn denn erledigt? Er lag neben einer Banditenleiche. Sie haben sich wohl beide gegenseitig getötet. Hat dieser Trottel es alleine mit einem Banditen aufgenommen? Wir haben so lange außerhalb der Lager überlebt, weil wir immer als Gruppe kämpfen. Wie auch immer, mit seinem Material kannst du dich jetzt um die Bauarbeiten kümmern. Jo. Komme ich eigentlich auch hier rüber? Sieht nicht so aus, oder? Nee, da komme ich nicht hoch. Und hier? Na gut, gehen wir außen rum. Also den normalen Weg. Ja. Und in den ganzen Folgen, gerade eben, war der erste Absturz. Das geht ja auch noch, dieser Crystallization, oder wie das heißt, Fehler. Wie viele Nägel haben wir? Ich habe 3 poplige Nägel. Gut. Das soll's, können wir schon mal hinstellen. Zusammen machen, während wir die Nägel noch brauchen. So, einen Moment. Am Arm kratzen. So, 37 Minuten waren das. Hä? Ungefähr. Wo kommst du denn her? Also, 37 Minuten waren das, die ich hier jetzt insgesamt gespielt habe. Da müssen wir mal schauen. Wo ist mein Ton? Naja, egal. Ungefähr 20 Minuten würde ich sagen. Vielleicht ein paar Minuten mehr. Warum war der Ton zum Runhammer nicht da? So. Gut, dann brauchen wir noch Fett und wozu auch immer wir das moderate Fett brauchen. Keine Ahnung. Vielleicht das Holz einreiben, dass es nicht so schnell gammelt. Naja.
Aber die können sich doch auch einfach mehrere von diesen Zelten da unten, die sie da unten stehen haben, oben aufbauen, dass sie nicht nass werden. Das haben die ja auch hinbekommen. Wenn es regnet, stellen die sich einfach alle hier drunter hin und gut ist. Na, das sifft wahrscheinlich doch durch. So. Level up, dort noch. So, die brauche ich. Dann gehen wir wieder hier entlang, weil da hinten waren auch Holoritz, habe ich gesehen. Warum so oft schlagen? Ach komm, du, geh weg. Egal. Wir gehen jetzt erstmal Nägel holen. Hier, mach das schon. Schnell weg von hier. Hey, der ist ja auch noch da. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. So, Malte. Ich will Störer werden. Kannst du? Ja. Ja, können wir, hatten wir jetzt schon. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Deine Kampfkraft. Komm bald wieder. Horoskrit viel zu lernen, das wissen wir. 73 Stärke. Ich dachte, das wäre schon lange geklärt. Jo. Dann, ach ja, wir könnten auch noch hier mal quatschen. Na komm. Hast du etwas Suppe für mich? Hier hast du eine Portion. Sehr schön. Wir speichern lieber mal. So, ach ja, Huno war da oben. Idiot. So, flupp. Nochmal. Hey. Zeig mir deine Ware. Ein paar Fette. Wird wohl reichen. Oh, immer teuer. Teuer Geld. So. Dann können wir noch das verkaufen, das, einen davon, die Bürste, das verkaufen wir es auch. Ich Idiot. Egal. Kronenstein, ne. Wachfackel, komm weg. Oh, Becher. Waffenbündel. Egal. Kaufen wir die auch noch. In der Geschichte muss aber was dabei. Für dich muss nicht gleich jeder wissen. Kann schon sein.
Man muss eben aufpassen, so. Was man rum erzählt. Schlafen wir direkt erstmal hier bis zum nächsten Morgen. Da sind wir geheilt und es wird wieder hell. Also, alles glücklich. Ein neuer Tag. Und, ach so, wegen der Mine wahrscheinlich. Hier ein Wolf. Ja, gut. Man muss eben aufpassen, was man rumerzählt. Dann können wir jetzt den Rest noch zusammen basteln. Wird schon passen. Und so, Nase kratzen. So, haben die Ilara schon abgebaut? Ist man einmal nicht da, bauen die Ilara gleich ab. So, stehst du schon hier wach, ne, du Räuber? Sehr schön. Hier auch noch. Ich hoffe, das reicht. Wie viele Nägel haben wir? Noch? 23. Gut, Palisade haben die Leute hier schon mal. Kommen wir auch hier runter? Sieht so aus. Jo, hat ja schon ein bisschen was aufgebaut hier, ne? Nägel. Ach, ich hatte den Beutel mit Nägeln. Nägel erhalten, wie viel? 25. Das wird reichen. Das Dach sieht ja sehr dicht aus. Kann man sich dann da drunter stellen ohne Regen? Nee. Du bist trotzdem nass. Räuber Quentin. Alles erledigt. Verdammt gute Arbeit. Im Laufe der Zeit kommt da noch ein Wachturm und ein paar andere Kleinigkeiten hin, aber das kann warten. Darien kann zurück ins alte Lager, wenn er will. Außerdem hast du einen Platz bei uns sicher, Kleiner. Denk darüber nach, ob du lieber in Freiheit leben willst oder das Schoßhündchen der Erzbarone sein willst. Ich denke darüber nach. Mhm. Lass dir Zeit. Die Barriere wird schließlich nicht in naher Zukunft in sich zusammenfallen. Doch, wird sie. Wo hampelt er rum da hinten? Ich habe mit Quentin geredet. Du bist frei. Ich hatte schon befürchtet, dass ich den Rest meines Lebens hier bei diesem Abschaum verbringen müsste. Aber warum hast du mir geholfen? Nyra schickt mich. Ich sollte nach dir sehen und schauen, ob es noch Probleme mit dem Treffen gibt. Dann muss ich Nyras wohl danken, dass er dich zu mir geschickt hat. Aber wie auch immer. Wir sehen uns im Lager. Jo, dann haben wir alle von der Liste abgearbeitet. Wenn es regnet, würde ich eher hier reingehen. Hier das ganze Unkraut an der Decke wegmachen. Hier eine schöne Höhle einrichten. Ja, und Tisch, Regale, hier die Betten rein. Was weißt du nicht? Oh, das Dach noch abdichten. In seiner Haut würde ich trotzdem nicht stecken. Naja.
So ist das, ne? Da kommst du nicht raus. So. Die haben auch alles bis auf diese beiden Fässer mitgenommen. Warum? Hätten die die auch gleich mitnehmen können. So. Welches Sprinten lässt sich schneller, ne? Das ist hier die Frage. Hätten die noch einen Balken machen können? Hier, der Tauchbalken geht doch eh nicht. Hätten die den als Aussauerbalken nehmen können? Na, egal. Sehe ich genauso. Wenn du dich auf andere verlässt, bist du verlassen. Selbst bei so Kleinigkeiten. Kannst du mir mal das und das vom Einkaufen mitbringen? Alles wird eingekauft und das nicht. Ich habe die letzten Zweifel beseitigt. Davon habe ich schon gehört. Gut gemacht. Du musst noch eine Sache für mich erledigen, damit du mein Vertrauen wiederhergestellt hast und beim Treffen willkommen bist. Ja. Um unserer Gruppe eine sichere Reise zum Sumpf zu ermöglichen, habe ich einer Gruppe von Banditen mehrere Pakete Sumpfkraut versprochen. Sie sollen uns vor den Gardisten schützen, falls sie uns folgen und bedrohen. Mein Bote ist leider von einigen Schatten abgefangen und getötet worden. Mhm. Sie sind jetzt in einer Höhle nahe der Südseite des Lagers. Ich soll ihnen das Sumpfkraut wieder abnehmen? Nicht nur abnehmen, schlachte sie ab. Bring mir das Sumpfkraut und den Kopf ihres Anführers. Okay. Ich soll sie töten? Betrachte das als letzten Vertrauensbeweis. Gomez würde dich wohl kaum seine eigenen Männer töten lassen, nur um seine Ziele zu erreichen. Wo ist die Höhle? Gehe aus dem Südtor, oder besser gesagt dem umgestürzten Turm, und laufe der Felswand des Gebirges entlang. Dort solltest du eine Höhle finden, aus der der wunderbare Sumpfkrautgeruch kommt. Mhm. Wie viele Schatten sind es? Ich weiß von zwei Schatten und einem Butler. Es könnten mehr sein, aber eine Gefahr sind sie wohl trotzdem nicht. Ungeübte Raucher verlieren schnell den Großteil ihrer Fähigkeit nach zu viel Sumpfkraut. Jo. Gut. Nochmal schon. Jo. Mann. Falsche Tasten gedrückt. Ich vermute mal die Moderit-Höhle. Die ist doch da. In der Nähe des Südtores. Ja, sag ich doch. Da greift er mich direkt an. Ich bin doch einer von euch, Jungs. Mist.
Ich dachte, ich kann jetzt mal den quatschen. Und dann werde ich gleich attackiert. So, solange er mich nicht angreift, kann ich auch noch Heilung zu mir nehmen. Und sein Kram. Obwohl, das machen wir direkt. Warum der Bogenschütze jetzt nicht vermacht, keine Ahnung, aber gut für uns. Ja, hat beides gleich. Können wir mal schauen. Du bist wahrscheinlich der Kopf der Bande. Gut. Habe ich jetzt einen Kopf dabei? Kopf, jo. Na gut. An der Geschichte muss da wohl was dran sein. Oh, das war knapp. Wahrscheinlich hast du recht. Hier fehlt eine Leiter. Obwohl. Klub. Manche lernen eben gar nichts dazu. Hier sind der Kopf und das Sumpfkrautpaket. Das ist wunderschön. Mein Vertrauen hast du dir wirklich verdient. Den Kopf kannst du wegwerfen, das Kraut brauchen wir aber noch. Ich muss noch ein paar Dinge erledigen, bevor wir aufbrechen können. Komm später nochmal vorbei. Na gut. Dann würde ich sagen, wie es hier weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.